Zum Abschluss nun ein Standardflächenträgheitsmoment. Wir wollen mittels Integration sowohl das axiale als auch das polare Flächenträgheitsmoment eines Kreisquerschnitts bestimmen. Das Integral läuft von minus r nach r, y Quadrat, dann das dA eingesetzt, zweimal r Quadrat minus y Quadrat dy. Und jetzt muss man halt wiederum schauen, wie substituiert man die Wurzel. Bietet sich auch hier wahrscheinlich an, irgendeine Hyperbelfunktion zu verwenden, wenn man schon y² mal Wurzel hat. Führe ich nicht wirklich durch, jetzt ich schreibe nur her, Wurzel substituieren. Dann sollte aus diesem Integral ein minus 1/2 y r Quadrat minus y Quadrat hoch 3 Wurzel draus. Na, man kann, man kann sogar eine normale Winkelfunktion substituieren. Man braucht gar keine Hyperbelfunktion, sondern einfach eine normale Winkelfunktion, das reicht. Plus r Quadrat Viertel und dann kommt noch einmal so ein Term y Wurzel r Quadrat minus y Quadrat plus r Quadrat a Cosinus y durch r zwischen minus r und r. Und dann setzen wir das ein und dann fällt relativ viel weg, weil man ja die Grenzen r einsetzt. Es bleibt nämlich minus 1/2 r mal Wurzel r Quadrat minus r Quadrat hoch 3. Das fällt schon mal weg, weil r Quadrat minus r Quadrat unter der Wurzel 0 gibt. Plus r Quadrat Viertel Klammer r mal Wurzel r Quadrat minus r Quadrat. Auch das fällt wieder weg. Was überbleibt, ist ein r Quadrat a Cosinus r durch r, also a Cosinus von 1 plus 1/2 minus r Wurzel wieder r Quadrat minus minus r zum Quadrat, das kürzt wieder das Minus weg, also bleibt es ein minus r Quadrat und wird wieder 0, minus r Quadrat Viertel und dann das Ganze noch einmal, nämlich minus r und Wurzel r Quadrat minus r Quadrat plus minus r Quadrat wird wieder zu plus r Quadrat, a Cosinus von minus r durch r, also a Cosinus von minus 1 und das war's dann. Und alles, was überbleibt, sind die beiden a Cosinus, einmal von 1 und einmal von minus 1, mit dem Vorfaktor r der vierten Viertel, jeweils mit einem anderen Vorzeichen. Also r der vierten Viertel a Cosinus von 1 minus r der vierten Viertel a Cosinus von minus 1 a Cosinus von 1 ist Pi halbe, a Cosinus von minus 1 ist minus Pi halbe, eingesetzt kriegt man also r der vierten Pi Achtel plus r der vierten Pi Achtel, also ist IXX 2r der vierten Pi Achtel beziehungsweise r der vierten Pi Viertel. Das kann man sich natürlich für den Kreis dann auch merken. Und in Y-Richtung braucht man es hoffentlich nicht noch einmal rechnen, weil wir wissen, dass der Kreis symmetrisch ist. Kommt natürlich das Gleiche raus. Und so schön wird es natürlich nur deswegen, weil wir wieder Symmetrieachsen verwenden. Wenn Sie die Achsen an den Rand des Kreises schieben, dann kürzt sie natürlich nichts mehr weg.
dann bleibt es relativ grauslich, das Ganze. Und daraus kann man jetzt polar linear kombinieren, nämlich das polare Flächenträgheitsmoment ist einfach die Summe aus den beiden Ixx und Iyy. Und damit r der vierten Pi halbe, beziehungsweise d der vierten Pi 32, wenn man es mit Durchmesser merken möchte. Und da besteht jetzt auch der Shortcut drinnen. Es ist nämlich viel einfacher, zuerst das Polare auszurechnen und dann davon die Axialen sich aufgrund des linearen Zusammenhangs zu überlegen. Weil nachdem Ixx gleich Iyy ist, kann man ja sofort sagen, na, die Hälfte muss in beiden drinnen stecken vom Polaren. Und das Polare kann man einfach in Polarkoordinaten vom Radius ausgehend nach außen integrieren. Und das ist im Prinzip ein Zweizeiler.